Es ist wieder Zeit für Remnant from the Ashes. Und ich dachte, ich starte mal im Hauptbildschirm. Das ist der Solo-Charakter, Eigenschaftsrang 41 erst. Spielzeit aber 8 Stunden. Man muss aber bedenken, ich habe ab und zu mal eine Pause gemacht und habe dann irgendwas anderes getan. Aber trotzdem 8 Stunden. Und hier Koop-Rang. Hier Koop-Rang 35 ist auch schon in der zweiten Welt. Aber Spielzeit 3 Stunden 27. Unterschied ist natürlich, mit dem Charakter wusste ich schon vieles, was ich aus dem Solo-Charakter kannte und war entsprechend schneller. Plus natürlich Koop. Also im Koop geht es richtig schnell durch. Aber wir lassen uns nicht lumpen. Wir machen das Ding natürlich jetzt auch im Solo. Denn Remnant from the Ashes, ich kann es nicht oft genug sagen, ist aber ein wirklich gutes Spiel. Ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Wenn ihr eine PS4, Xbox One oder einen PC habt, holt euch das Game. Ihr macht damit nichts falsch und unterstützt damit auch gleichzeitig eben ein gutes Entwicklerstudio. Da, ich sag mal, das Spiel hier, das kann schon was. Und ich denke, das sollte man zum einen natürlich belohnen, aber zum anderen habt ihr natürlich was davon. Und ich bin jetzt natürlich noch nicht so hoch im Eigenschaftsrang, aber trotzdem schon viel Spielzeit. Ich meine, Remnant from the Ashes ist jetzt auch nicht wirklich teuer. Und ich kenne etliche Leute, die Remnant from the Ashes schon ausführlich gespielt haben und eben sehr hohe Ränge haben und sehr viel Spielzeit verbracht haben, mehrere Durchläufe gemacht haben, Solo, im Koop und so weiter und so fort, die alle zufrieden sind mit dem Spiel. Und ja, da könnt ihr meinen Worten Glauben schenken. Das geht vor allem mal an die Unentschlossenen. Ich kenne das selbst. Es gibt manchmal Games, da bin ich mir nicht sicher. Es gibt so ein Jucken. Alter. Geil. Das ist nicht ganz so geil, weil die doch relativ gefährlich sind. Aber geil. Bisschen Doom-Style. Genau. Aber es gibt so Games, die jucken mich dann, aber irgendwas hält mich davon ab. Ich habe noch irgendwie Zweifel. Und bin dann immer froh, wenn ich YouTuber, Streamer, Leute habe, bei denen ich einschätzen kann, wie sie ticken und auch wie so ihr Geschmack ist, was Spiele angeht, aber auch ihre Erfahrung, was das angeht. Und bin dann ganz froh, wenn ich da einfach dann auch mal eine Aussage bekomme. Ja? Also eine Aussage, würdest du mir das empfehlen oder nicht, ist ja auch immer etwas, womit man sich ins Fettnäpfchen setzen kann. Denn ich habe jetzt nicht sehr viele Zuschauer, aber es ist natürlich schon so, dass wenn ich jetzt hingehe und ich sage, das Game ist geil, holt's euch. Und nehmen wir mal an, 100 Leute sagen, okay, ich mach das, da könnte ich natürlich sicher sein, dass es 20, 30 Leute gibt, die sagen, ey, du warst bescheiße, was war das mit? Du hast doch keinen Plan, du Gimp. Die Gefahr besteht immer. Aber natürlich, also wenn ihr jetzt, keine Ahnung, euer Leben lang nur Strategiespiele gespielt habt und das einzige Genre ist, das ihr gerne spielt oder andere, was ich und halt eben nie so ein Spiel jetzt wie Remnant from the Ashes, dann ist das natürlich was anderes. Also Kontext ist natürlich der Schlüssel. Nichtsdestotrotz, ich meine, ihr seht es hier, ich habe hier Spaß. Ich darf hier auf fliegende Totenköpfe schießen, die mich anspucken. Sogenannten Lama-Totenschädel. Erstmalig gefunden auf Jahrmärkten mittelgroßer Dörfer. Hab ich ja glatt vor Schreck vorbeigeschossen. Was ist das denn? Okay, Schwachstelle ist die Kanone selbst. Das ist beruhigend und beunruhigend zugleich. Es ist schon hier. Also hier geht der Beat, ne? Also hier. Alter Schalter. Es wird Zeit für Panik. Natürlich nicht. Maschinengewehr juckt das Ding aber mal gar nicht. Ah, hier haben wir die Schwachstelle. Der doch übermäßige Adipositas-Hintern. Na gut, wenn man mir das so entgegenreckt, muss man damit rechnen, dass der Kugel sein Ziel trifft. Ja, ihr Ziel. Der Kugel trifft sein Ziel. Was ist das für ein gefährlicher Ort? Ist das hier? Ah. So, jetzt wisst ihr, warum ihr nicht nach Tschernobyl sollt. Und nein, ich mache keine Witze natürlich über die dramatischen Hintergründe. Aber
Das passt natürlich, weil wir haben hier Strahlung. Und wie ihr jetzt auch seht, bin ich gerade verstrahlt. Und nein, nicht in real life, nur hier. Und wir haben hier Elixier des schweren Wassers. Das habe ich... Prophylaktisch hatte ich das mitgenommen. Das packen wir jetzt hier auf die 4. Denn ich wusste zumindest noch aus dem Koop-Spiel, dass hier auch Strahlung ein Thema ist. Erstmal ein Herz. Habe ich eigentlich das Neueste vom Neuesten, also im Amulett drin zumindest, ja, den Ring der Schwerkraft. Eigentlich hätte ich ja in Basis, nochmal aufwerten sollen können. Ich weiß aber gar nicht, ob ich geschmiedetes Eisen habe. Das wäre vielleicht auch mal ganz kurz. Ja, eins. Eingeschmiedetes Eisen. Das ist nämlich das, was ich jetzt brauche, um überhaupt bei den Rüstungsstats, die ich habe, vorwärts zu kommen. Also ich kann nicht einfach mit normalem Eisen schmieden. So, gehen wir hier entlang oder gehen wir hier entlang? Das hier sieht mir mehr aus, als ob das auf der Karte weitergeht. Surprise, surprise! Eat this. Das macht Spaß. Ich mag das auch so, kleine fliegende Dinge zu schießen. Nein, ich bin kein passionierter Schmetterlingsabschießer, aber... Ihr wisst, was ich meine auch. War in Doom 3 war das wunderbare Beschäftigung. Wobei die Dinger waren dann schlimmer. Weil sie laut und schnell waren. Ja, die sind hinterlistig und schnell. Also mal, der Zielsuch. Ah, Tyrants Tochter. Das erklärt einiges und jetzt ist ein Elite-Schien. Zeit, die Beine in die Hand zu nehmen. Ich brauche ein bisschen Abstand. Da ist ein Elite-Schien. Ja, da. Nein. Im schlechtesten Moment. Und ich habe die ganze Zeit, nein, nicht die ganze Zeit, aber die meiste Zeit hatte ich Munition. Das Kissen. Und ausgerechnet jetzt nicht. Ist hinter mir ein... Ja. Oh, mies. Okay. Jetzt haben wir ein Problem. Die Frage ist natürlich... Checkpoint, aber ich... Ja, ich muss zum Checkpoint. So. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Und bisher hatte ich immer irgendwie ein bisschen Glück. Wenn wir schon davon reden, ich habe bestimmt immer noch ein bisschen Glück. Da, Munition. Deswegen hebt nicht immer die gesamte Munition auf. Wobei... Es wäre nicht zur Situation gekommen, aber ihr wisst, was ich meine. So. Drop ein bisschen Munition, bitte. Wir sind bedürftig. Probiere mal mit Schwert. Und das Schöne ist, sie ist... ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich wollte gerade sagen, das Schöne ist, er taumelt dann, ja, aber das Schlechte ist, er kippt mich fast. Warum haben die so böse Rüstungswerte? Und warum trägt er eigentlich ein Bienennest am Kopf? Geht's noch? Das war übel. War übel. Maschinengewehr-Ding ist aber nicht kaputt. Kann mir doch keiner erzählen. Ich fühle mich ein bisschen wie in Resident Evil. Ich höre nur irgendwie das Gegrunze, aber ich sehe noch nicht, wo es herkommt. Ah, Muni-Omas. Ne, Altmetall-Omas. Super. Gut. Echt Aggro verloren? Ich habe ständig das Gefühl, dass die Gegner einem folgen bis ans Ende der Welt. So, leuchtender Stab. Das Gegenstand. Ein merkwürdig leuchtendes Artefakt. Die äußeren Konturen sehen aus, als ob sie in ein anderes Objekt passen würden. Vielleicht ist es Teil eines Sets. Ah,
Dieser Schlüssel ist schwer. Er verkörpert sowohl Bürde als auch Stärke. Ja, okay, wir sind aufgestiegen. Ich hatte gesagt, ein wenig pushen wir noch ein bisschen der Ältesten. Je früher wir das machen, umso schneller läppert sich das Ganze. 15% mehr XP ist schon mal nochmal ein Wort. Wenn man bedenkt, wir brauchen 1500. Bedeutet, wir brauchen 225 XP weniger. Allerdings darf man nicht hochrechnen, dass ich ja 7 mal 1500 gebraucht habe. Aber damit wissen wir es. 7 Level später und es lohnt sich schon. Also ein bisschen wie so Solarzellen. Nein, das ist nicht deren Ernst. Seit wann kann man hier in einen Abgrund stürzen? Ich dachte, da geht's ganz normal runter. Das ist natürlich zu geil. Jetzt sind die alle respawned. Wenn ich mal irgendwann mal eine Fail-Compilation mache und die könnte groß werden, dann gehört das auf jeden Fall mit dazu. Jetzt war ich am Checkpoint. Ja, das ist, da sehe ich doch das Positive an diesem doch spektakulären Rollen in den Abgrund. Epic Fail Roll. So. Gut, wir haben nur eingeschmiedetes Eisen. Ich hoffe ja, dass die Tante die Eisen verkauft. Vielleicht jetzt auch, da wir geschmiedetes Eisen auch holen können. Auch wenn ich es verkauft. Wäre gut. Und wir gehen zur Saatmutter, denn wir haben zumindest dieses Simulacrum. Ich weiß noch nicht, ob ich den Rest dessen habe, was ich normalerweise auch noch dazu bräuchte. Gucken wir mal. Gehen wir erstmal zur Oma. Sei gegrüßt und du wirst durchwandere die Welten. Das hast du mit jetzt. Aber er weiß nicht, dass er wartet. Okay. Ich kann dir diesen Segen. Ah, Luminitkristall fehlt mir noch. Ich dachte, ich habe umgekehrt, ich habe 33 Luminitkristall. Ich dachte, ich hätte Simulacrum erhalten. Aber offensichtlich nicht. Du hast doch auch den. Ich dachte schon, ich werde verrückt. Ich würde mich mit keinem Schritt da reinwagen. Wer weiß, ob er nicht wieder verschwindet. Könnte gut sein. Du mir lieber. Warum die Munitionskisten bei dir 200 kosten, was schon mal sehr günstig ist. Und ja, wir können bei gespieltes Eisen kaufen. Nur 5 Stück, aber immer noch besser. Die Munitkristalle mal selbst. Das Interesse will ich mal sehen. Loderndes Herz 500. Mach's gut. Besser. Auch schon voll gepackt. Zieh weiter. Zieh du weiter. Ein Zauberturm? Ja, klar. Du und Ace seid entweder verrückt oder da draußen ist es schlimmer, als ich dachte. Nicht so, als ob der Turm einfach so aus dem Nichts heraus aufgetaucht wäre, aber. Verschwende nur nicht meine Zeit. Oh. Oh. Das sieht mir nur aus. Das sieht mir aus. Ein Flammenwerfer. Sprengschuss. Feuert eine Sprengkugel ab, die bei der Explosion Gegnern innerhalb von 3,5 Metern bis zu 120 Schaden zufügt. Vergesst den Feuermod. Wenn ich mir jetzt einen Feuerspeicher. Ich kaufe den mir mal. Ich will dann einfach mal. Ich will sehen, was da vor sich. Ich habe genug Kohle. Aber die Idee ist jetzt: Das Ding ist, die Feuerkugeln. Wenn ich jetzt die Sprenggeschichte einbaue. Oder nicht? Ah, der hat ja einen nicht entfernbaren Mod, nämlich Flammenwerfer, deswegen. Die Idee war jetzt eigentlich Maschinengewehr mit Sprengmod, weil das relativ schnell aufbaut. Aber das kann man ja immer noch umsetzen. Aber ich will mal den Feuerspeier auf jeden Fall auch mal testen. Und ja, hier passt mir nichts an. Aber, hallo. Das Ding behalten wir. Oh ja. Erinnert mich ein bisschen an Halo. Ace meinte, dass ein neuer Turm in der Stadt erschienen ist.
Er ist also einfach so aufgetaucht, als wäre er schon immer dort gewesen? Ja. Also ich würde mich ihm nicht nähern. Man weiß nie, was das Unkraut vorhat. Irgendwie sind sie alle klüger als ich. Was brauchst du? Oh, zuallererst. Ich brauche ein drei geschmiedetes Eisen, um das aufzurüsten. Hier 4. 6. Den packen wir mal hoch. Das ist eine geile Waffe. Ich glaube, hat der Mio gehabt. Nämlich wundern wir nicht. Fett hochpushen. Unterschied. Fast verdoppelter Schaden. Ah, also bin ich glücklich. Das hat sich definitiv gelohnt. Die immer noch mal nach so langer Zeit mal wieder vorbeizuschauen. Munitionskisten, 4 Anti-Strahlungssaft und vor allem den Feuerspeier. Deluxe. Und Sprengschuss haben wir nicht. Jetzt ist, stellen wir jetzt die Frage, Selfie oder nicht? Und die Frage stellt sich nicht. Ich habe den Selfie drin, aber nur eigentlich für mal bossige Momente, in denen ich merke, es wäre praktisch, in einem Heilfeld zu stehen. Das bedeutet aber nicht, dass ich beim normalen Questen auf den Sprengschuss verzichten muss. Deswegen. Da bin ich mal gespannt. Das sind zwar nur in Anführungszeichen 180 Schaden, aber innerhalb von 3,5 Metern, wenn da große Gegnerhorden sind oder Bosse mit Adds. Das hätte bei Blue Force wäre das zum Beispiel super geil gewesen. Gar nicht mal so groß die Abweichung auf eine höhere Entfernung. Aber es reicht mir auch, dafür habe ich aus Jagdgewehr. Okay, dann gehen wir uns nochmal durch den Abschnitt. Wobei es jetzt halt auch nicht so weit war. Habe ich jetzt gerade dreimal aus 3 Metern Entfernung verfehlt? Ja. Oh, das. In den nächsten 10 Minuten sollte am besten kein Boss mehr kommen. So, und das Geile an diesem Feuerspeier ist halt auch, dass er einen Brenndot hat. Brennen verursacht. Das ist. Ja, mich jetzt schon. Ey. Wie der Grabscher. Komm lieber dazu zu regenerieren. Er hat keine wundervollen Dinge. Das sind irgendwie verstrahlte Insekten, die aus seinem Nest, in seinem Kopf rauskommen. Wie viele sind das? Was ist das für eine Reichweite? Alter Falter. Die ziehen immer ganz schön an mit den Gegnern. Wenn man es mal vergleicht mit dem, was wir am Anfangsgebiet haben. Super interessant. Droppings, so was Nettes. Lumini-Kristall. So übel, aber auch spaßig. Dinge, von die Ashes, also. Es wird immer besser und es ist schon. Es hat schon sehr gut angefangen. Ganz bin ich hier lang. Das hat kein Glück gebracht, wir leben noch jetzt durch die Mitte. Ist zu spät. Na gut. Dass die immer von hinten kommen. Ach,
Also was passiert? Der Mod, den ich nicht entfernen kann, den kann ich auch aktivieren und es wird dann auch zu einem richtigen Flammenwerfer, schätze ich. Oh, wie viele Totenköpfe kommen da eigentlich? Aha, in my face. Da muss ich schon sagen, auch so stressig die sind in großen Gruppen, sind sie auch sehr spaßig. Bis auf die Kollegen. Das ist nicht spaßig. Schon wieder? Ich habe das Gefühl, ich erledige hier eine Elite. Das war der Abschluss. Das war der Elite erledigt Abschlusssound, aber trotzdem. Mann, Mann, Mann. Das erste Mal seit langem in dem Spiel, nämlich das Gefühl habe, mich langsam vorwärts bewegen zu müssen. Ja, das war hier der Sturz, aber es hat sich gelohnt. Jetzt würden wir jetzt ohne Feuerspeier hier rumrennen. Sind sie taub? Ja, das war so klar. Das ist echt mies. Vor allem die Kombination, kommt das Ding da geflogen. Wir sehen nichts, weil es in der Luft da so fluoresziert. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Was ist hier los? Was ist das für ein Ort des Grauens? Nein, dieser... Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist, wenn man so belohnt. Wenn man so getätschelt wird hier in dem Spiel. Die ganze Zeit gibt es keine Abgründe. Und der erste Abgrund, der de facto hier auftaucht, erledige ich mich zweimal. Und ich glaube, ich... Na gut, bei Blutfaust bin ich schon ein paar Mal gestorben. Aber so oft wie hier sind sonst nicht wirklich gestorben, aber ziemlich geil. Also das hier, das gefällt mir sehr gut. Hier geht mal echt gut die Post ab. Und ja, in der nächsten Episode, da werden wir uns hier weiter durchbewegen. Und natürlich, das ist keine Frage, schaffen wir das durch das Gebiet. Jetzt haben wir nur Pech. Zweimal. Und ja, wir haben von der ersten. Ich kann es nur jedem empfehlen. PS4, Xbox One, PC, egal wo, grabst es euch. Bis zum nächsten Mal.